Hier sind wir jetzt im Maleratelier. Hier bekommen diese Hummelfiguren ihren unverwechselbaren Look. Diesen Look, den so viele Menschen in aller Welt lieben. Und hier treffen wir Thomas, der uns über seine Arbeit berichtet. Servus Thomas. Hallo Tschaffel. Schön, dass wir da sein dürfen. Thomas, erzähl uns ein bisschen was. Wie geht ihr denn bei dieser Arbeit hier genau vor? Bevor die Figuren bemalt oder im Fachjargon heißt es dekoriert werden, sind jetzt auch noch einige Vorarbeiten nötig. Weil wenn die Figuren aus dem Glasurbrand kommen, dann haben sie ja diesen glänzenden Scherben. Da muss dann vorher noch einiges also dran getan werden. Zum Beispiel werden die Figuren auf dem glänzenden Scherben ausgezeichnet. Also das heißt, die Gesichter werden bemalt. Das wird, also die Augen werden mit einer Feder gemacht. Wir haben jetzt auch neu blaue Augen. Die Leute hier sind eigentlich ganz begeistert von diesen blauen Augen, weil die Figur einfach auch lebhafter rüberkommt oder auch hochwertiger. Und dann die Lippen oder auch die Augenbrauen werden dann mit ganz feinen Pinseln bemalt. Die Auszeichnerin macht dann noch ihr Kürzel, ihr Namenskürzel unten auf den Boden, was dann später zeigt, wer die Figur praktisch ausgezeichnet oder wer die Gesichter bemalt hat. Zur selben Zeit werden dann auch noch die Bodenbilder aufgebracht. Das wird mit einer Klebefolie gemacht, die dann auch später mit eingebrannt wird. Das ist dann praktisch der Name der Firma und dann auch der Name der Figur in Deutsch und auch in englischer Sprache. Wenn wir dann damit fertig sind, geht die Figur in die Spritzerei, weil wir müssen dann die Bäckchen oder auch die Fleischfarbe, also die Haut, das wird dann mit einer Spritzpistole aufgetragen. Und dann kommt auch noch eine Elfenbeinglasur drauf. Die Elfenbeinglasur ist notwendig. Also die Maler haben es dann noch leichter, auf der Figur zu arbeiten, weil wir streichen jetzt nicht nur die Farbe einfach drauf, sondern wir arbeiten auf der Figur mit der Farbe. Wie lange dauert es denn, bis man so ein wirklicher Hummelprofi ist, bis man das wirklich aus dem FF kann? Der Porzellanmaler ist ja auch ein Lehrberuf und die Lehrzeit geht 3 Jahre. Unsere Lehrlinge durchlaufen dann aber sämtliche Abteilungen. Also sagen wir mal, bis man eine Figur bemalen darf, die dann auch in den Verkauf geht, vergehen dann ungefähr 2 Jahre. Sind denn hier deine Kolleginnen und Kollegen und auch du selber auf bestimmte Fertigungsschritte spezialisiert oder muss quasi jeder alles können? Jeder hat so seine Aufgaben. Einer macht lieber, sagen wir mal, Kleidung, der andere Haare, aber jeder Maler muss die komplette Figur bemalen können. Thomas, ihr seid ja gehalten, hier sehr genau zu arbeiten, denn ihr müsst euch ja nach den Vorgaben aus der Mustermalerei richten. Das auf jeden Fall. Also zu jeder Figur, die wir bemalen, gibt es ein fertiges Muster und wir haben uns ganz streng nach diesem Muster zu halten. Und das Muster wurde ja auch mit dem Kloster abgesprochen. Gibt es denn eigentlich irgendwelche Extras oder Besonderheiten, die es zu erwähnen gilt? Zum Beispiel jetzt unsere Farben, das sind Metalloxide, die wir verwenden. Die haben praktisch ganz, ganz kleine Glaspartikel. Und die wird ja dann nochmal gebrannt, die Figur. Und diese Glaspartikel, die schmelzen dann praktisch im Feuer. Und deshalb bekommen diese Figuren auch so einen speziellen Mattglanz. Was man auch noch zu erwähnen ist, wenn wir jetzt zum Beispiel die Haare malen, das wird mit 2 Farben gemalt, da kommt erst ein dunkleres Braun und nach dem Trocknen kommt dann nochmal ein Blond, sagen wir dazu, ne? Eine hellere Farbe und das wird dann mit einem Seidenlappen bearbeitet, damit dann auch die Schattierungen durchkommen und es sieht dann eben auch natürlich oder lebhaft aus. Wenn man sich die Figuren anschaut, Thomas, meint man ja, dass alle gleich ausschauen. Das stimmt aber nur auf den ersten Blick, denn in Wahrheit ist jede Figur ein Unikat. Jede Figur ist ein Unikat und wenn Sie die Figuren ganz, ganz genau vergleichen würden, würden Sie auch gewisse Unterschiede sehen, hauptsächlich im Bemalen. Hast du denn eigentlich eine Lieblingsfigur? Ich mag zum Beispiel den Geiger, also in groß. Und nach der Bemalung, was ist dann der nächste Schritt? Wo gehen die Figuren hin? Dann werden sie nochmal gebrannt bei 652 Grad, aber bevor wir die Figuren brennen, gehen sie nochmal in die Endkontrolle. Dann gehen wir jetzt eine Station weiter zum Dekorbrand und sagen dir herzlichen Dank, dass du uns so informativ berichtet hast. Danke, Thomas. Ja, gerne. Thank you.
Unerlässlich und wirklich spannend der Tunnelbrand. In diesem Ofen waren die Figuren jetzt gute 4,5 Stunden drin, sind dort gebrannt worden. Und der Werner hat die Figuren sich jetzt ausnahmsweise mal selber geholt, sie mitgenommen zu seinem Arbeitsplatz. Denn hier an seinem Arbeitsplatz findet in der Tat die Endkontrolle dieser Figuren statt. Und was es damit auf sich hat, das kann er uns natürlich am besten selbst erklären. Servus Werner, grüße dich. Hallo Geoffrey. Also Endkontrolle heißt, das heißt, die Figuren verlassen deinen Arbeitsplatz und gehen dann hinaus in alle Welt. Auf was musst du denn hier im Besonderen achten? Vor allem muss das Gesicht sauber sein. Die Glanzstufen von den verschiedenen Farben, die dürfen nicht zu sehr glänzen, aber auch nicht zu matt sein. Die dürfen nicht zu dickschichtig sein, die Farben. Die neigen dann zum Abplatzen. Die Übergänge müssen ordentlich sein, die müssen sauber sein. Die Bodenbilder müssen alle drauf sein, die müssen unten sauber sein, geschliffen. Alle Farben müssen dran sein, manchmal sind drei oder vier Farben übereinander gelegt, die müssen ineinander verstuppt sein, das muss alles passen. Es können weiße Stellen sein, es kann irgendein Riss entstanden sein bei den vielen Bränden. Das wird dann ausgemerzt, die werden aussortiert von hier aus. Und von hier aus kommen dann nur erste Wahl raus. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Figuren, Werner, sind natürlich die Bodenbilder. Was hat es denn damit auf sich? Was muss da alles drauf sein? Einerseits Hummelmanufaktur muss drauf sein, muss er eingebrannt sein. Das Malerzeichen, was die Auszeichnerin aufzeichnet hat und die Jahreszahl, das schreibt die auch mit drauf. Werner, hier ist die Endfertigung und die Endkontrolle. Was passiert denn jetzt hier genau nochmal? Die Figuren hier in der Endfertigung kriegen teilweise auch noch Montagen, weil keramisch ist nicht alles machbar. Die kriegen hier noch einen Swarovski-Stein und wenn die dann fertig sind, dann sieht es so aus. Werner, im Laufe der Jahre hast du gewiss viele tausend Figuren in deinen Händen gehabt. Hat man denn da irgendwann mal eine Lieblingsfigur? Ja, die. Die hier steht? Die, ja, genau. Okay, das ist deine ganz persönliche Lieblingsfigur? Ja, die gefällt mir einfach. So wie sie schaut, wie sie rüberkommt, gefällt mir eigentlich am besten. Werner, großartige Arbeit natürlich auch von dir. Du bist sozusagen derjenige, der die Figuren dann freigibt, dass sie dann hinaus können in alle Welt. Wir danken ganz herzlich für das Gespräch und wünschen dir weiterhin alles Gute. Gern, bitte. Das war er also, unser großer Streifzug durch die Welt der Hummelfiguren, gedreht hier im Werk in Rödental in Oberfranken. Wir haben Ihnen die Menschen präsentiert, die tagtäglich hier an diesen Figuren arbeiten. Und wir haben Ihnen die Produktion vorgestellt. Sie haben die Zeichnungen gesehen, die auf Maria Innocentia Hummel zurückgehen. Dann die ersten Tonmodelle. Es wurde gemalt, es wurde korrigiert, es wurde gebrannt und es wurde auch immer wieder natürlich die Qualität der Figuren überprüft. Hier zu guter Letzt in unserem Showroom dürfen wir uns von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, wir haben Sie gut informiert und wir haben Sie gut unterhalten. Vielleicht lässt es Ihre Zeit zu, dass Sie irgendwann mal zu uns nach Rödental kommen, um sich selbst ein Bild von der Welt der Hummelfiguren zu machen. Uns würde es auf jeden Fall freuen und wir wünschen uns natürlich, dass Sie uns und der Hummel gewogen bleiben.